der dümmste Bankräuber ever. Das ist MacArthur Wheeler. Er hat an einem Morgen zwei Banken in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania überfallen. Die Fidelity Savings Bank und die Mellon Bank. Und er war sich seiner Sache so sicher, dass er sogar darauf verzichtet hat, sich zu maskieren. Als er die Banken verließ, hat er sogar in die Überwachungskameras gelächelt. Die Aufnahmen der Überwachungskameras wurden natürlich in den lokalen Nachrichten ausgestrahlt. Es hat kaum eine Stunde gedauert, bis sie zu seiner Festnahme führten. Bei seiner Festnahme hat Wheeler natürlich alles abgestritten. Als die Polizeibeamten ihm auf der Wache die Aufnahmen zeigten, soll er nur überrascht gesagt haben, ich hab doch den Saft aufgetragen. MacArthur Wheeler war in dem Glauben, dass ihn Zitronensaft für die Überwachungskameras der Banken unsichtbar machen würde. Er dachte, es sei das gleiche Prinzip wie bei der Zaubertinte, bei der man Zitronensaft und Wasser mischt und die Schrift erst bei Erwärmung sichtbar wird. Für Wheeler selbst war sein Plan unfehlbar, auch wenn der Zitronensaft in seinen Augen brannte und er kaum in der Lage war, was zu sehen. Bei seiner Vernehmung gab er an, dass er zu Hause Selfies mit seiner Polaroid-Kamera geknipst hatte, auf denen er nicht zu sehen war. Aber im Nachhinein kam er allerdings zu dem Schluss, dass er vielleicht doch nur die Wand neben sich fotografiert haben könnte. Das Gericht hat ihn zu 24 Jahren Haft verurteilt.